Hallo, mein Name ist Katharina Schweißgut und ich sitze jetzt, wie ihr vielleicht auch, die meisten von euch zu Hause, hier in meiner Küche. Und ja, ich vertreibe mir die Corona-Zeit zu Hause mit dem Lesen von Gedichten. Und zwar handelt es sich hierbei um ganz besondere Gedichte, die meist noch in keinem Buch veröffentlicht sind, sondern Gedichte, die mich über den Poesiebriefkasten per Post erreichen. Der Poesiebriefkasten ist ein Projekt, sage ich mal, ein richtiger Briefkasten, der an unserem Haus hängt, den es schon seit über 6 Jahren gibt. Und jeder kann dort per Post Gedichte hinschicken oder sie auch per Hand einwerfen. Und aus diesem Projekt ist unser Verein entstanden. Der Verein heißt die Poesieboten und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die gesammelte Poesie an die Öffentlichkeit zu bringen, auch mit Lesungen, Veranstaltungen, mit Straßenfesten, Luftballonaktionen. Ja, aber damit war natürlich mit Eintritt der Corona-Krise Schluss. Und so haben wir eine Aktion begonnen, die heißt Corona-Poesie und die Leute aufgerufen, ihre Gedanken, ihre poetischen Gedanken zu der aktuellen Situation aufzuschreiben und uns zu schicken. Und nachdem es eigentlich ganz gut angelaufen ist, haben wir beschlossen, wir machen diesmal eine Online-Lesung. Ja, ich will euch nur ganz kurz zeigen, so ein bisschen auch der Stolz, was da alles so ankommt. Also ganz toll verzierte Umschläge. Manche schicken ganz süß gemachte Postkarten. Hier also alles handgemacht und hier mit einem Foto von einem Künstler und Stempeln. Oder hier ganz schön mit einer Zeichnung. Oder das ist ein ganz toller Umschlag, den habe ich noch gar nicht aufgemacht. So schön ist der. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Briefmarken, ganz tolle und ja, ein super schöner Stempel mit einer holzschnittartigen Sonne. Naja, also da kommt so allerhand, landet da in dem Poesiebriefkasten und jetzt höre ich aber auch gleich auf zu quatschen, sondern fange an mit Lesen. Und als erstes nehme ich diesen Umschlag, der kam nämlich schon ganz früh zu Corona-Zeiten, weil die Frau Zauberblume, die den geschickt hat, die war nämlich am Faschingswochenende in Venedig und da wurde sie schon praktisch von der Epidemie überfallen. Sie hat ganz, ganz viele Gedanken dazu gehabt und ganz viele Gedichte geschickt, alle verziert mit Zeichnungen und so. Zum Beispiel, das gefällt mir hier ganz gut. Dieses Corona-Männchen sieht ein bisschen frech aus. Es ist auch erlaubt, dass man sich mal ein bisschen lustig macht. Ganz zum Schluss habe ich entdeckt, dass sie hinten auf den Umschlag auch noch ein Gedicht aufgeklebt hat. Und genau das möchte ich euch jetzt vorlesen. Dank für den Arzt. Geschrieben am 17.03. von Frau Zauberblume. Danke will ich sagen, danke ohne zu fragen, an all die fleißigen Ärzte, sie sind mutig und beherzt. An die Krankenschwestern unser Dank, mit Hoffnung, sie werden nicht krank, all den Helfern überall auf der Welt, ihr seid in Sorge, habt es nicht bestellt. Sie kämpfen den Viruskrieg. Wir wollen nicht, dass dieser siegt. Die Pandemie ist unser Feind. Der Schmerz die Menschen vereint. Ich lass meine Feenhafen-Saiten erklingen. Zart und hoffnungsvoll konnte ich beginnen. Stetig sende ich die trillernden Noten hinaus. Auch du kannst sie hören, von Haus zu Haus. Meine Worte sende ich von Ort zu Ort, mein Gedicht versehen mit dem guten Wort. Gegen die schreckliche Pandemie
voll Zuversicht und mit viel Harmonie. Ja, diesen Dank an alle Ärzte und Krankenschwestern und überhaupt alle, die jetzt so viel rackern, dass es weitergeht, dem kann ich mich nur anschließen. Das nächste Gedicht, was auch ziemlich am Anfang schon kam, stammt von Jürgen Waller. Und Jürgen hat schon öfter Gedichte geschickt und wo ich mich jedes Mal wieder so freue, ist, dass er seine Unterschrift mit einer kleinen Zeichnung versieht. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann, mit einem kleinen Wal, weil er Waller heißt. Und Jürgen Waller hat ein Corona-Medley geschrieben. Was ein Medley ist, wusste ich auch nicht. Das erklärt sich aber nachher. Nun muss sich alles wenden. Veilchen träumen schon. Die Welt wird schöner mit jedem Tag. Markt und Straßen stehen verlassen. Man weiß nicht, was noch werden mag. Nun, armes Herze, sei nicht bang. Nun, armes Herz, vergiss der Qual. Ja, mach nur einen Plan. Du weißt ja nicht einmal, ob du den Satz vollenden wirst, den du begonnen hast. Nun muss sich alles wenden. 17.3. Jürgen Waller. In diesem Medley sind zitiert Uhland, Mörike, Eichendorff, Brecht und Omar Schayyam. Das heißt, ich habe natürlich nachgegoogelt für euch, ein Medley ist eine Mixtur. Jürgen hat von den großen Dichtern, die eigentlich schon alles gesagt haben und in tolle Worte gefasst haben, Zeilen herausgeschnitten und sie, finde ich, sehr, sehr kunstvoll zusammengesetzt, weil das Gedicht passt wie die Faust aufs Auge in unsere Zeit. Das nächste Gedicht finde ich auch schon optisch sehr ansprechend, mit der Hand geschrieben und auch etwas verziert. Es hat einen relativ langen Weg hinter sich. Es kommt nämlich aus Salzburg auf dem Postweg zu uns. Und es ist von Anna Elsner. Zeit der Veränderung. Alles, was du weißt, ist plötzlich nichts mehr wert, denn du wirst ständig eines Besseren belehrt. Wenn du deine Gefühle nicht mehr einordnen kannst und ständig zu einem falschen Ergebnis gelangst, dann ist es Zeit zur Veränderung. Wenn du stets versuchst, du selbst zu sein, allein in der großen Welt, wenn du suchst deinen Held, wenn du herausfindest, dass es ihn nicht gibt und die Ordnung, die du hast so sehr geliebt, nicht länger eine Ordnung ist, dann ist es Zeit zur Veränderung. Doch wenn es keine Veränderung gibt und alles beim Alten liegt, ja selbst wenn du den Weg erhältst, die Veränderung bist immer du selbst. Vielen Dank nach Salzburg, wenn sie zuschaut, an die Anna Elsner. So, und bevor ich jetzt zu meiner Poesiefreundin Claudia Westhagen übergebe, lese ich euch noch ein Gedicht vor von Thomas Fleckenstein, geschrieben am 16. März 2020. Mein Virusgedicht. Die Regale sind jetzt leer, auch die Milch gibt es nicht mehr. Vom Klopapier nimmt 1, 2, 3 ein jeder, der da kommt, vorbei. Sang gestern noch von großer Lieb wird heute seines Nächsten Dieb.
und prügelt sich in seiner Gier um eine Rolle Klopapier. Lange gab es keine Krise, die so hart uns traf wie diese. Ist das Ende nicht mehr weit, aus ist's mit der Menschlichkeit. Wer dem Tod ins Auge blickt, wird nicht selten gleich verrückt. Den Menschen wird dann Angst und Bang, währt sein Leben nicht mehr lang. Wie schnell das geht, wenn Not nur droht, der Mensch verroht, wenn's Glück sich dreht. Früher sprach man ein Gebet. Heut weiß niemand, wie das geht. Selbst die Kirchen sind jetzt dicht. Glauben gibt's hier leider nicht. Was lernen wir aus dieser Zeit? Schau in die Vergangenheit. Damals hieß die Seuche Pest. Denn sie holte auch den Rest. Doch die Menschen in der Not schrien hin zu ihrem Gott. Schick uns den Retter, deinen Sohn. Wir loben dich mit der Passion. Der Virus hat die Krone auf, nimmt alle mit in dem Verlauf. Ein jedes Leben reißt er fort, hinweg an einen anderen Ort. Darf solch ein Virus König heißen, der alle tut jetzt mit sich reißen, nur einen König darf es geben, Gott, der uns schenkt das ewige Leben. Ja, also das lasse ich jetzt einfach mal so ausklingen und übergebe an meine Poesiefreundin Claudia Westhagen. Bis gleich. Ja, sehr gerne, Katharina. Ich grüße erstmal alle miteinander. Euch alle, die ihr da draußen seid, so wie ich auch hier in meinem Homeoffice. Es ist einfach schön, über Worte sich miteinander zu verbinden. Und deswegen freut es mich auch sehr, dass wir so viele schöne Zusendungen bekommen haben. Bitte nicht traurig sein, wer heute nicht dabei ist. Wir haben nächste Woche noch eine Lesung am 15.03. um 18.30 Uhr auch wieder. Und da werden wir einfach noch die nächsten veröffentlichen. Jetzt fangen wir aber einfach mal an. Das ist ein Gedicht auf Bayerisch. Das bedeutet, die Bayerisch können, seid's nicht böse mit mir, wenn ich es nicht richtig hinkriege. Aber ich tue mein Bestes. Das Gedicht ist von G. Michaela Huck-Saye und es heißt Coronavirus 1.9. Du bist zwar so schee zum Anschauen, aber nur deswegen haben wir alle kein Vertrauen. Drum bitte, geh wieder. Das haben wir jetzt ganz schnell gelernt. Wir brauchen einen festen Willen, Solidarität und Empathie. Dann kriegen wir das alles schon wieder hin. Virus, gar keiner mag die. Na, wir brauchen die ja nicht. Du nimmst uns Luft zum Atmen, bringst ein hohes Fieber, machst uns krank, schickst uns ins Bett. Ganz ehrlich, du bist überhaupt nicht nett. Coronavirus, drum fiat die. Geh ganz schnell weg. Jetzt kommt eins von Michaela Rotenari. Wie du mir. Es war soweit. Der Planet zog ein tiefblaues Wassergewand an, kämmte und striegelte sich die Wälder, polierte sich die Marmornägel und setzte sich einen Hut aus flackernder Sonne auf. Jetzt kann er kommen. Und er kam. Das alles ist für dich. Leb bei mir, Mensch. Ich bin deine Spielweise, hier bin ich Mensch. Und Menschen haben Rechte, proklamiert der frisch eingezogene Gast. Er lässt schwere, schwimmende Ungetüme auf die Weltmeere los
und die pinkeln übel riechendes Öl ins samtige Wasser, dringen in die intimsten Wege der Gewässer, vergewaltigen schmale Kanäle. Aua, wimmert der Planet, die sind so schwer, Schnauze, Planet. Ich bin hier Boss und darf es sein, du bist nicht weiter als ein stumpfsinnige, plumpe Kugel. Ich zeig dir, wo es lang geht. Knarr, bumm, so, bang, ratatata. Im Wettbewerb. Die Lautstärke lässt die Zähne im Mund tanzen und zerhackt innerlich die Ohren. Es ist so laut, traut sich leise der Planet. Schnauze, Planet, nimm Oropax. Es brennt tief im Bauch. Der Fracking-Mensch macht Überstunden. Genug, raus jetzt, fleht ihn der Planet an. Schnauze, Planet, an Dünnpfiff ist keiner gestorben. Da schüttelt sich der Planet. Und eine Wolke gekrönte Winzlinge schießen weit durch die Luft, dringen tief ins Menscheninnerste, vergewaltigen die feinsten Kanälchen seiner Lunge. Der Mensch sieht sie nicht, hört sie nicht, riecht sie nicht. Er nicht und seine Rechte auch nicht. Seine Rechte schnappen nach Luft, der Mensch auch. Bin ich noch Mensch? Darf ich's noch sein? Man merkt schon, ich bin immer die, die nicht unbedingt so kommentiert. Für mich ist das Wort einfach das Recht dazu, das auszudrücken, was man empfindet. Hier haben wir einen schönen Brief gekriegt. Hallo, liebe Betreiber vom Poesiebriefkasten. Habe eure Adresse über die FB-Gruppe Realtraum München erhalten. Von Jörg Hensen. Konrad, Corinna, Corona. Aus, geh, Schranken. Not, Wände, Schutz, Masken. Corinna, Corona, Konrad. Geh aus, Wände, Masken, Schranken, Notschutz. Corona, Konrad, Corinna. Aus, Masken, Not, Geh, Schutz, Schranken, Wände, Ende. Das waren jetzt einmal drei Gedichte und jetzt gebe ich zurück an Katharina. Bis gleich. Also danke, liebe Claudia, das waren auch ganz tolle Gedichte. Und hier in der Wirtstraße in meiner Küche geht es jetzt auch gleich weiter. In meinem letzten Abschnitt hörte ich auf mit einem Gedicht, das zum Schluss auch an Religion erinnerte. Also auch daran, dass man in Religion auch einen Sinn und Trost finden kann. Und im Anschluss geht es jetzt gleich weiter mit einem Gedicht, das heißt Gebet. Und es ist von Spomenka, das Spomenka Krebs. Ich bete zu dir, lieber Gott, dass du meine Hautfläche tätowierst mit Gedichten über den kleinen Menschen. Hier tätowiere mit meiner Feder, Allmächtiger, weil die Endzeit gekommen ist. Wenn du nicht meine Fläche tätowieren möchtest, nimm dein Zepter
und schreibe neue Gebote auf Stein. Wie damals. Moses ist Zeuge. Und ich weiß, dass du dich erinnerst, als wäre es gestern gewesen. Ich bete zu dir, dass du über lebende Roboter schreibst, dass du über die Traurigkeit der Menschheit schreibst. Wir Menschen, wir sind ohne eigene Meinung. Corona hat alles unternommen, um uns auszulöschen. Es hat uns den Willen und die Freude am Leben genommen. Es hat kein Bewusstsein und Gewissen, Mitleid und Seele. Wir sind Maschinen geworden. Und wer hat gesehen, dass Maschinen weinen? Bitte schreib über die Entwicklung vom kleinen Menschen zur Maschine. Die Traurigkeit wird größer als ein Atomkraftwerk. Aber was wird, wenn Atomkraftwerke anfangen zu kränkeln? Und wie konntest du es erlauben, lieber Gott, dass wir kleine Roboter Corona bekommen? Von Spomenka Krebs. Also manche Texte sind auch so kraftvoll, dass ich sie gar nicht so unbedingt kommentieren mag. Sie wirken einfach für sich selbst. Weiter geht es mit einem Gedicht von Madalina Sora Dragomir. Freunde in Corona-Zeiten. Es war einmal, traf auf, es wird einmal. Sie umarmten sich nicht, sie gaben sich auch nicht die Hand. Sie hielten den fach- und sachgerechten Abstand von 2 Metern. Da es war einmal sein Hörgerät zu Hause vergaß, musste es wird einmal ihn ziemlich anschreien, um überhaupt gehört zu werden. Aber das macht der Zukunft doch nichts aus. Bisschen Heiserkeit, was soll's? Es war einmal, wurde melancholisch und traurig, während er über die schönen Jahre seiner Jugend erzählte. Mit ohne Klimawandel, mit ohne Viren, mit ohne Hochzeit und Kindern, mit ohne allem. Oh, was für herrliche Zeiten! Es wird einmal, versprach, grüne Wälder, keine schmelzende Antarktis, Medikamente gegen alle Krebs- und Virenarten, keine Diebe, keine Mörder, keine Rechtspolitik, keine Kriege, 4 Jahreszeiten. Und das alles in seinem neuen Roman. Morgen, morgen, nur nicht heute. Von Madalina Sora Dragomir, geschrieben am 21.03.2020. War übrigens der Welttag der Poesie. Vielen Dank. Irgendwie muss man bei dem Gedicht auch schmunzeln, aber es ist auch ziemlich ernst und vertrackt. Schön. Vielen Dank, Madalina. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Denn hier kommt ein bayerisches Mundartgedicht und ich kenne den Absender, den Hans Senninger, der achtet sehr darauf, dass man gescheit spricht. Abstandsflirten. Der Virus sagt, du bleibst daheim und darfst auch keine Gäste haben. Du darfst auch nicht zum Stammtisch gehen, auch nicht ins Theater oder Kabarett. Du darfst nicht kuscheln und schon gleich nicht busseln.
2 Meter Abstandsflirten gange zu. Mit Mundschutz. Sowieso. Dankeschön, Hans Senninger. Vielleicht regt es den einen oder anderen an, auch mal in Mundart was zu schreiben. Ja, was habe ich denn dann noch? Genau. Hier, das freut mich auch immer sehr, sind 2 Postkarten gekommen von Thomas Glatz. Da lese ich euch eine vor. Das heißt Selfie mit Mundschutz. Ich darf mit dem Hund gehen. Ich darf zum Geldautomaten gehen. Ich darf in die Arbeit fahren. Ich darf Lebensmittel einkaufen. Nun habe ich aber keinen Hund. Nun habe ich aber kein Geld. Nun habe ich aber keine Arbeit. Nun habe ich auch kaum noch Lebensmittel. Darf ich denn wenigstens noch dichten? Aber selbstverständlich. Wenn es systemrelevant und unvermeidbar ist, dürfen Sie das. Ja, mit diesem interessanten Gedicht übergebe ich wieder an meine Poesiefreundin und heute Lesekollegin Claudia. Tschüss, bis gleich. Ja, danke, Katharina. Hallo, da bin ich wieder. Jetzt habe ich noch ein paar schöne Gedichte. Geschrieben am 1.4.2020, also noch druckfrisch, von Christine Lippert-Lutz. Santa Corona oder der Flug der Fledermaus. Pisten, Starkbier und Kostüme sind des Virus große Bühne. Heißer, Lust und offene Münder, Viren denken nicht an Sünder. Fliegen frei und ungeniert, kugelrund und reich verziert. Husch, hinein ins Paradies, tief ins feuchte Schleimverlies. Mund und Kehle sind perfekt. Oh, und wie die Lunge schmeckt. Dort lässt sich's ganz wohlig ruhen. Endlich ist nichts mehr zu tun. Hier ein Schreiben. Liebe Poesieboten, anbei mein Corona-Gedicht zur aktuellen Lage, /Krise. Gedicht darf frei veröffentlicht werden, aber nur mit dem Vermerk chrisurey.com. Danke, Chris. So. Geschrieben am 27.03.2020. Die unsichtbare Krone des Widersachers. Corona, der Kranz. Die weltliche Krone, Krone der Märtyrerinnen. Welche heldenhaft im Gefecht der Ansteckung kämpfen. Und den B-Waffen aus den Labors der Asuras widerstehen, um die neue Kaltwelle des Kali-Yuga türkisweiß aufzuhellen. Das goldene Wassermann-Zeitalter war ein Fake des New Age. Stattdessen zittern Börsianer 24 Siebtel an ihren Smartphones, mauern sich Virologen für immer in einen Polyethylensarg ein und stellen Lagerkoller-Psychopathen sogar das Atmen ein. Auf ewig? Politiker rotieren, Prepper jubilieren, Kulturreferenten kollabieren, Taxifahrer arbeitslos stürzen sich von der Brücke, samt Mercedes.
Elbphilharmoniker spielen im Sextett auf HH-Balkonen. Ganz rege in Italien sagt man Lebewohl am Telefon zu denen in der Kiste. Der KI-Computer DIVOC spricht, nehmt den goldenen Mittelweg. Wirtschaft versus Hausarrest. Freiheit versus Bürgerkrieg. Ängste versus Gottvertrauen. Sogar Ostern nur noch online? Ein Raumschiff wird kommen und alle Mutigen retten. Jawohl. Doch Poetinnen und Poeten lassen die Blumen des Herzens erstrahlen, wünschen den Bitzelbub der Isolation barmherzig zum Teufel. Das Gebet der Wahrhaftigen wird siegen über die weiße Maske. Personae werden zu Divas, zu Devas, zu Himmelsmenschen in Eterninate. Chris Urey. Das heißt übrigens Eternitate. Eternitate. Ich hatte meine Latein, aber da habe ich mich versprochen. Sorry. Machen wir weiter. Machen wir nächstes Gedicht. Machen wir Coronavirus, Krise, SARS-CoV-2. Von Marita Fischer-Reinsbach. Geschrieben am 25.03.2020. Immer schneller, immer höher, immer weiter, immer mehr. Sich zu bescheiden, fällt Wirtschaft und Mensch recht schwer. Junge Menschen und Politiker haben miteinander debattiert und jung und alt eifrig an Fridays for Future demonstriert. Unsere Zukunft zu sichern und für den Schutz der Natur. Aber aus vielerlei Gründen blieb es oft bei guter Absicht nur. Es wurde viel davon geredet, Natur und Umwelt zu schützen. Doch mehr als alles bereden, wird vielleicht diese Krise nützen. Denn jetzt haben wir alle ein riesiges, akutes Problem. Und die nur notwendigen Maßnahmen sind nicht angenehm. Sie erfordern Einsicht, Rücksicht und Abstriche von allen und Einschränkungen, die uns so gar nicht gefallen. Ein Umdenken zu fordern und eine Änderung zu wollen, ist einfacher, als Gewohntes dann wirklich ändern zu sollen. Jeder Einzelne muss jetzt was tun und Stay at Home nützen, um andere Menschen, Geschwächte und Ältere zu schützen. Flugzeuge bleiben am Boden, es gibt weit weniger Verkehr. Homeoffice statt Fahrten zur Arbeit fegen Straßen fast leer. Shoppingflüge, Kurzurlaub und Vergnügungen entfallen. Und so reduziert sich die Schadstoffbelastung von allen. Umwelt, Luft und Klima könnten davon profitieren. Setzt etwa die Natur nun eine Zäsur durch diese Viren? Wenn ich so überlege, so denke ich mir, für die Erde ähnelt der Mensch teils einem Krebsgeschwür. Man möge diesen Vergleich mir bitte verzeihen. Ist dies ein Mittel der Natur, sich vom zu viel zu befreien? Und durch Bedrohung des Menschen durch diese Viren an sein Herz, seine Einsicht und Vernunft zu appellieren, an seine Ängste und an seine Solidarität, uns zum Nachdenken zu zwingen, dass es auch anders geht. Jetzt ist nicht die Zeit, lange zu diskutieren, sondern es ist Zeit, entschlossen und beherzt zu agieren, die Zeit, sich auf Verantwortung und Selbstschutz zu besinnen. Jeder trägt seinen Teil dazu bei und bleibt möglichst drinnen. Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn sind jetzt gefragt. Zusammenhalt und Selbstbegrenzung sind angesagt. Wir können konkret etwas tun und stehen füreinander ein. Wir
gebieten dem Virus Einhalt und bleiben daheim. Coronavirus 2020 von Richard Marisch. Der Virus hat das ganze Land im Griff. Alarm herrscht auf dem deutschen Schiff. Schulen und Geschäfte werden geschlossen. Ärzte arbeiten weiter unverdrossen. Mit Hochdruck wird geforscht und probiert. Viele Leute leben jetzt isoliert. Aber der Frühling weiß von nichts. Gänseblümchen in dem Garten konnten kaum die Zeit erwarten, bis der Winter war vorbei und von Schnee der Rasen frei. Steckten ihre roten Näschen mit als erstes durch das Gräschen. Aber der Frühling weiß von nichts. Die Jugendlichen studierten online, viele Menschen arbeiteten daheim. Die Kinder spielten unvermeidlich im Haus, nur zum Einkaufen durfte man raus. Veranstaltungen wurden untersagt, weil man sich nicht unter Leute wagt. Aber der Frühling weiß von nichts. Und die Blumen blühen weiter, das Wetter meldet oft wolkig bis heiter. Die Schwalben kamen wieder zurück und morgens wurde es eher Licht. Vieles wurde unter Quarantäne gestellt. Sofort änderte sich die Welt. Aber der Frühling weiß von nichts. Alle Tage sahen nun gleich aus. Und es waren zu viele Leute zu Hause. Lebensmittel wurden auf Vorrat gehortet. Nach Toilettenpapier wurde gespurtet. Immer mehr Menschen wurden krank. Zum Glück nicht ich, Gott sei Dank. Aber der Frühling wusste von nichts. Die Gesundheit wurde neu entdeckt, der Wert des Lebens wieder geweckt. Die Welt langsam aufzuhören schien und die Wirtschaft den Bach runterging. Aber es begann ein neuer Lebenslauf. Die Menschen schöpften Hoffnung und gaben nicht auf. Aber der Frühling wusste von nichts. Die Blumen machten Platz den Früchten. Da begann das Dunkel sich zu lichten. Dann kam die Nachricht, der Notfall ist vorbei. Rechtzeitig, es war Anfang Mai. Der Virus hatte die Schlacht verloren. Und wir alle schienen wie neugeboren. Aber der Frühling wusste nichts davon. Dann kam der Sommer. Der Virus war überstanden und Lebensfreude war überall wieder vorhanden. Die Leute begannen, die Kraft des Lebens zu lieben, auch die anderen zu achten und nicht zu bekriegen. Dem Frühling war es einerlei. Aber er war immer dabei. So, jetzt schließe ich meinen Teil und gebe dann zu Katharina weiter und komme dann auch nochmal zurück. Bis dann, tschüss. Hallo, hier bin ich wieder in der Wirtstraße und habe noch ein paar Gedichte für euch. O Corona, deinem exotischen Charme erlag ich. Einsamkeit und Todesnähe brachtest du. Corona, du gnadenlose Geliebte, bei wem liegst du jetzt? Das Gedicht kommt aus Nadling, weiß nicht ganz genau, wo es ist, von Dr. Karl L. Birnberger. Und der Herr Dr. Birnberger ist sehr bescheiden, denn er schreibt, aus obigen Beitrag können Sie unschwer erkennen, dass auch eine originelle, ja charmante Aufforderung
aus einem Unbegabten keinen Dichter macht. Also dem möchte ich jetzt energisch widersprechen. Das Gedicht hat was, es hat etwas ein bisschen Morbides, finde ich. Aber das finde ich ganz gut und dichten Sie weiter, Herr Dr. Birnberger. Es bringt mich auch, apropos morbide gleich oder dekadent, gleich zu meinem nächsten Gedicht. Und das ist von mir. Es entstand im Übrigen nach einem Besuch im Supermarkt. Ist aber nicht autobiografisch. Oder nur ein bisschen. Die Aristokratin im Rewe. Das Volk ruft nach Nudeln. Das Volk soll sich bescheiden. Ich beispielsweise vermisse Mandelmus, das weiße Feine. So greife ich halt zum Kaviar. No Carb, frisch gepresst, aus trächtig zappelnden Forellen. Mein Reifrock schwingt seine 1,5 Meter Radius zum Rhythmus der Lautsprecherdurchsagen. Hinter meinem Gaze-Schleier zirkuliert provenzalischer Lavendelduft. Meine Perücke, gedrechselt aus Aufbauproteinen, schützt mein feines, dünnes Haar. Ja, Millionen alter Kreidestaub mit Silikoneinschlüssen, gebunden in Rindertalg, Lichtschutzfaktor 50 überzieht meinen empfindlichen Teint. Ich atme tief ein in die weite Leere der Klopapierregale. Auf einem Bildschirm sehe ich stumme, von Schreien offene Münder, gedrängte Körper in Rettungswesten, in einer kenternden Nussschale. Ach, könnte ich nur für einen Moment mein Korsett lösen und verschmelzen mit der gebeugten Frau vor mir. Wie ein Sheriff seinen Stern zücke ich an der Kasse meine platine Plakette, mit der ich kontaktlos mein uraltes Geld steuere. Der Kassierer senkt demütig oder ist's nur gleichgültig den Blick, stiert verstohlen auf mein scharlachrotes Halsband. Ich berühre es. Zarter Schmuck und Fessel zugleich. Eine schmale, präzise Passmarke für meinen letzten Galan, den Henker. Also wie gesagt, von mir geschrieben, deswegen keine weiteren Kommentare. Dafür kommt jetzt wieder was ganz Hübsches, habe ich anfangs schon gezeigt, halte ich mal ganz nahe in die Kamera. Und zwar kommt das von Richard Zellner. Der Richard, der wollte gerne bei uns im Spix, das ist unser kleines Poesiemuseum hier ums Eck, eine Ausstellung machen mit Bildern, die er gemalt hat und Texten, die er gesammelt und zum Teil selbst geschrieben hat, zum Thema Persönlichkeiten der Aufklärung. Denn das interessiert ihn am meisten. Dazu, das mussten wir jetzt leider ausfallen lassen. Jetzt lese ich mal die Postkarte vor. Wieder hinaustreten auf das ruhelose Meer der Hoffnungen und Möglichkeiten. Das ist ein Satz von Franziska, Gräfin, glaube ich, apropos Aristokratin, von und zu Reventlow. Ich zeige euch nochmal das Bild, weil es sehr schön den Text unterstreicht. Und auf der Rückseite hat der Richard noch geschrieben, Gruß vom Starnberger See. Werde nun auch älter und älter, möge Gott uns die poetische Empfindung warm erhalten.
von Franz Graf Poggi. Ja, jetzt haben wir auch alles sehr schön und poetisch und jetzt haben wir schon relativ viele Aristokraten beieinander gehabt. Jetzt kommt Lyrik aus der Quarantäne von Janina Bodendörfer. Janina hat 3 sehr schöne Gedichte geschrieben. Ich lese euch eines vor, das ist zwar sehr kurz, aber wunderbar. Stilles Einvernehmen in Zeiten der Krise. Pass jetzt auf dich auf und gib auf andere Acht. Tu's für die Person, die dasselbe gerade für dich macht. Also mit einem besseren Gedicht könnte ich diesen Abschnitt nicht abschließen. Von mir aus war es das und ich übergebe jetzt wieder an die Claudia für unsere letzte Lesungsepisode. Ich sag Tschüss und besucht uns auf der nächsten Lesung und schreibt auch Gedichte an den Poesiebriefkasten. Tschüss! Ja, danke, Katharina. So, jetzt kommt meine letzte Runde. Und ich habe mich vorher versprochen, die nächste Lesung ist natürlich nicht am 15.03., also nicht nächstes Jahr, sondern dieses Jahr am 15.04.2020. Also Mittwoch nächste Woche um 18.30 Uhr. Und dann auch wieder auf YouTube. Okay, wir haben noch wunderschöne Gedichte eingesandt bekommen zur Corona-Poesie. Und das hier ist ein Gedicht von Dea Sinik aus Gelsenkirchen. Poesie. Poesie ist extremes Licht, manchmal blass. Schaffe wirkliche Schatten. Berühre die heimliche Illusion. Denn Lichterspiel hat das Schicksal. Verzeih, du Trivialtraum. Ich träume weiterhin in deinem Schatten, solange mich die Heimatlosigkeit noch erfasst, mich von innen ausholt, stehe ich neben ihr ganz gefasst, getränkt in extremes Licht. Nun ein Gedicht von Rainer Cliff Festner, geschrieben am 1.4.2020. Corona. Aus der Welt gerissen, in Räumen abgestellt, draußen flattern Leichentücher. Wie viele werden uns umhüllen? Wie lange zittern wir uns in den Tag? Wann kommt der erste klare Morgen? Das hohe C der Hoffnung. Das Böse wird kommen. Das Gute muss halten. Die Welt wird neu, bevor sie vielleicht wieder zu der alten wird. Wird es uns heilen, uns verschonen, übersehen? Im schwarzen Raum verschwinden. Was immer geschieht, es bleibt unser Tun oder auch nicht. Gedicht in Zeiten von Corona von Cordula Zickgraf, geschrieben am 30.03.2020. Der Knabe springt wie ein wundes Reh, wäre nicht Schutzengel in seiner Nähe. Das hat Frau Droste-Hülshoff geschrieben, als sie den Knaben durchs Moor getrieben. Auch ich springe quer auf die andere Seite, damit ich das Virus nicht verbreite und niemandem schade, wenn ich gehe, sobald ich Menschen vor mir sehe. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?
Siehst Vater du den Erlkönig nicht? So schrieb Wolfgang Goethe sein langes Gedicht vom Erlenkönig, dem bösen Wicht. Und ich seh, die Menschen vorübereilen, tun nirgends mehr, wo lange verweilen. Der Mundschutz verdeckt die blassen Gesichter. Egal, ob Hausfrau, ob Alte, ob Dichter. Ein jeder fürchtet das Unheil vom anderen. Verboten sind Frohsinn, in Gruppen zu wandern. Wir sitzen alle im gleichen Boot und leiden unter der Virusnot. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. So ist es Rilkes Panther entgangen, der sein Leben lang im Käfig gefangen. Sind wir wie Panther jetzt auch hinter Gittern? Bei uns ist es anders, wir können noch twittern. Es tut uns nicht gut, daran zu verbittern. Nur weil uns ein Virus erfassen hat, heißt das noch lange nicht Schachmatt. Wie schreibt Wolf Biermann in seinem Vers, du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Dies spricht mir aus der Seele, dazu bin ich bereit. Ich will jetzt nicht verbittern in Einsamkeit und Leid. Lasst uns dem Virus trotzen, in Ellenbeugen rotzen, beleidigt nicht Hamstertiere, die brauchen keine Klopapiere. Stattdessen lest lieber Gedichte. Oder schreibt sie selber. Das geht, wie es hier geschrieben steht. Von Matthias Claudius gibt es ein Lied, das singt, wenn ihr abends zu Bette geht. Wenn der Mond mit den Sternen am Himmel steht. Wenn das Kind mit kleinen Händchen klammert. Vielleicht auch, weil es nach dem Schnuller sucht, jammert. Dann singt dies Lied mit guten Gedanken. So ist euch im Traume das Leben hold. Und das Schöne ihr niemals vergessen sollt. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen. Und ist doch rund und schön? So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Es gibt zurzeit keine Eile. Darum bleibt zu Hause mit Weile. Und jetzt kommt ein kurzes letztes Gedicht von Bert Schwarzer am 1.4.2020 geschrieben. Aus der Rede des Häuptlings Corona. Erst wenn die letzte Rolle geramscht, die Stapel abgetragen, Regale kahl, und alle Vorräte geplündert sind, werdet ihr merken, dass man Klopapier nicht essen kann. Ich bedanke mich. Es hat super Spaß gemacht. Wenn wir mal Versprecher drin hatten, wir haben einfach beschlossen, wir machen es ein bisschen natürlich und schneiden nicht alles 20.000 Mal. Denn in der Lesung direkt vor Ort bei uns im Spix, da hätten wir das auch nicht nochmal wiederholt. So, danke fürs Zuhören, danke für die vielen Einsendungen. Der jetzt nicht dran war, schaut nächste Woche wieder rein, am 15.04. um 18.30 Uhr. Vielleicht ist dann ein Gedicht von euch dabei. Wer jetzt noch welche schicken mag, jetzt muss ich spickeln auf meine E-Mails, der kann sie bitte schicken an den Poesiebriefkasten Wirtsstraße 17 81539 München. Was verrate ich von nächster Woche? Es kommt zum Beispiel ein Corona-Song, den der 8-jährige Ruben zusammen mit seiner Mutter gedichtet hat. Und als Höhepunkt poetische Zeilen von dem Lyriker Seid, die der vielfach ausgezeichnete Lyriker dem Projekt Corona-Poesie der Poesieboten beigesteuert hat. Den Link dazu findet ihr übrigens dann tagesaktuell auf der Seite poesiebriefkasten.de. Also, schaltet wieder ein und schickt uns eure Poesie. Wir freuen uns darüber und auch alle, die jetzt hier zugehört haben und zuhören werden. Und ja, tschüss, bis dann.